Im tibetischen Buddhismus gilt er als erleuchtetes Wesen, das aus Mitgefühl wiedergeboren ist, der Dalai Lama. Die 14. Reinkarnation dieses ozeangleichen Lehrers oder Ozean des Wissens wurde schon als Kind von Mönchen ausfindig gemacht. Als 24-Jähriger musste er aus dem von China besetzten Tibet ins indische Exil fliehen. Der 14. Dalai Lama ist ein bedeutender Linienhalter der Gelbhaubenschule im tibetischen Buddhismus. Nicht zu übersehen ist, dass er durchaus mit anderen Hüten auf dem Kopf derzeit Österreich besucht. Guten Abend bei Kreuz und Quer. Nach Kärnten und Salzburg und einem Abstecher nach Italien und Belgien wird der bekannteste Vertreter des Buddhismus, Menschenrechtskämpfer für Tibet und Friedensnobelpreisträger, demnächst in Wien eintreffen. Meinem Kollegen Andreas Pfeiffer und mir hat Tenzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, am Sonntag in Pörtschach ein Interview gegeben. Your Holiness, this pilgrimage to Austria. Bei Ihrem Besuch in Österreich begegnet man Ihnen mit Wohlwollen, Sympathie und großem Respekt. Sie sagten, Sie fühlen sich mit dem Bergvolk verbunden. Und Sie sagten auch, Österreich ist ein kleines, aber gutes Land. Mit Ihrem mitfühlenden, aber auch kritischen Blick. Was ist klein, was ist gut an Österreich? What is small and what is good in Austria? Small, of course, size and population. Nun, klein, natürlich einmal bezogen auf die Größe des Landes und seine Einwohnerzahl. Aber manchmal können gerade kleinere Länder umso stärker für Grundprinzipien einstehen. Große Nationen müssen oft zuallererst an ihre eigenen Interessen denken und vergessen dabei gelegentlich auf übergeordnete Prinzipien. Holiness, you were talking about inner peace. Sie sprechen immer wieder von innerem Frieden. Viele Menschen im Westen glauben, dass sie ihre Sehnsucht nach Spiritualität in den östlichen oder asiatischen Religionen stillen könnten. Glauben Sie, diese Menschen sollten eine andere Religion annehmen und zum Beispiel tibetische Buddhisten werden? Nein, das muss ich zu 100% verneinen. Es ist viel besser, in seiner eigenen Religion, seiner eigenen Tradition zu bleiben. Man kann aber von anderen Religionen und Traditionen lernen. Das ist heutzutage eigentlich sehr wichtig. Es ist vor allem sehr wichtig, sich für das Verständnis zwischen den unterschiedlichen Religionen einzusetzen, um Glaubenskonflikte zu verhindern. Um jedoch eine Verständigung zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen zu erreichen, ist es notwendig, sich mit der Lehre und den Traditionen der jeweils anderen auseinanderzusetzen. Nur so können wir gegenseitigen Respekt für den anderen erlangen. Sie meinen also, die Menschen im Westen müssten nicht im Detail über das komplexe System des tibetischen Buddhismus Bescheid wissen, sondern mehr um gegenseitiges Verständnis bemüht sein? Ich sage immer, zunächst ist mir am wichtigsten, über säkulare Ethik zu sprechen, die ja universell ist. Erst wenn sich tatsächlich jemand für den Buddhismus interessiert, dann erkläre ich auch die buddhistische Philosophie. Sonst aber spreche ich öffentlich eigentlich vorrangig über ethisch-moralische Prinzipien und nicht über religiöse im engeren Sinne. Laut einer Umfrage sind Sie auch für die Österreicher das glaubwürdigste religiöse Oberhaupt. In der katholischen Kirche in Österreich gibt es eine Gruppe, die nach Modernisierung und mehr Mitsprache strebt. Es gibt Auseinandersetzungen mit dem Kardinal, mit Bischöfen und sogar mit dem Papst. Was ist Ihre Haltung zum Erneuerungsbedarf der katholischen Kirche? The President Pope has become the Pope. Als der gegenwärtige Papst sein Amt antrat, hatte ich eine Audienz bei ihm.
Und ich hatte den Eindruck, einem sehr intelligenten Mann zu begegnen. Ganz wunderbar. Natürlich war sein Vorgänger aus Polen auch wunderbar. Ein sehr spiritueller Mann, besonders bedacht darauf, sich für den Frieden zwischen den Religionen einzusetzen. Mit ihm bin ich beim Weltfriedenstreffen in Assisi zusammengekommen. Das war der Beginn einer wunderbaren Entwicklung. Der gegenwärtige Papst nun meint, dass es wichtig ist, dass Glaube und Vernunft Hand in Hand gehen müssen. Die Realität zeigt uns, dass wir uns in gewissem Sinne der Zeit anpassen müssen. Der Tradition allein zu folgen genügt nicht. Man muss sich aber auch den Gegebenheiten der Zeit anpassen und Veränderungen zulassen. Das Leben der Menschen verändert sich, die Umwelt verändert sich. Früher beispielsweise war Ökologie im Bereich der Spiritualität kein Thema. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, dass wir uns auch darum kümmern müssen. Geistliche Institutionen wie etwa die Klöster, aber auch andere religiöse Gemeinschaften sollten auf ein korrektes ökologisches Handeln achten. Und noch ein Beispiel. Vor vielen Jahren waren katholische Priester in Lateinamerika sozialpolitisch sehr engagiert. In Lateinamerika gibt es große soziale Ungerechtigkeit. Priester haben da eindeutig Stellung bezogen. Das gefiel nicht allen. Und es wurde gesagt, Priester sollten sich da raushalten. Ich fühlte sehr mit diesen Menschen, die sich laut gegen soziale Ungerechtigkeit aussprachen. Denn angewandte Spiritualität muss der Menschheit dienen. Diejenigen, die das für eine ungesunde Entwicklung halten, liegen meiner Meinung nach falsch. The purpose of practice of spirituality is serving for the humanity. So those sort of unhealthy things, we must make out these are wrong. Like that. Im Westen hält man sie oft für den Papst der Buddhisten, manchmal sogar für einen Gott auf Erden. Andere wiederum sagen, sie seien das spirituelle Oberhaupt aller Tibeter. Wie aber würden Sie selbst die Rolle des Dalai Lama definieren? Im Grunde genommen fühle ich mich als einfacher buddhistischer Mönch. Das ist meine Bestimmung. Manche mögen zwar sagen, ich wäre ein Gottkönig, andere wiederum, ich wäre ein lebender Buddha, und wieder andere meinen sogar, ich wäre ein Dämon. Aber das ist alles Unsinn. In Wirklichkeit bin ich auch nur ein Mensch. Nur als solcher kann ich mit anderen Menschen auch kommunizieren. Würde ich mir eine Sonderstellung herausnehmen oder glauben, ich wäre etwas Besonderes, dann wäre es schwer, sich mit anderen gewöhnlichen Menschen zu verständigen. Ich mache mir nicht viel aus Formalitäten, dem Protokoll oder dergleichen. Das ist doch im Grunde genommen Unsinn. Es gibt 7 Milliarden Menschen. Jeder von ihnen hat einen Geist, eine Seele, einen Körper. Wir sind alle gleich. Egal ob Kaiser, König oder Bettler. Wir sind alle nur Menschen. Ich glaube, auch wir sollten mehr nach den Gemeinsamkeiten suchen, als nach dem, was uns unterscheidet. Der eine glaubt, der andere nicht. Der eine ist Christ, der andere Muslim. Der eine ist Tibeter, der andere Europäer oder Österreicher. Das ist doch alles zweitrangig. Legt man zu viel Wert auf diese Unterscheidungen wie etwa Österreicher, gläubig, nichtgläubig, gebildet, nicht gebildet, reich, arm, trennt uns das nur noch mehr voneinander.
Und das führt dann zu Problemen. Wenn wir aber auf diese Kategorien verzichten oder sie zumindest nicht so wichtig nehmen, dann wird uns klar, dass wir zuallererst alle nur Menschen sind und uns einen kleinen Planeten miteinander teilen. Dann wird uns auch bewusst, wie wichtig es ist, sich Gedanken über die Umwelt, etwa die globale Erwärmung, zu machen. Dann wird alles andere irrelevant. Naturally, we develop sense of concern about environment, global warming, these things. If we think oneself, then these are irrelevant. So, you, the Dalai Lama. Sie als Dalai Lama sind seit 2011 nicht mehr das politische Oberhaupt der Tibeter. Sie haben die Amtsgeschäfte an den Premierminister der Exilregierung übertragen. Wie kamen Sie zu dieser Entscheidung? Müssen Sie nicht befürchten, die Chancen der Tibeter auf eine echte Autonomie damit zu schwächen? Meaningful autonomy, as you call it. Since my childhood. Seit meiner Kindheit bewundere ich demokratische Systeme. Die Welt gehört ja nicht irgendwelchen religiösen Führern, Königen oder Kaisern. Jedes Land gehört seinem Volk. Schon bei meinem Amerika-Aufenthalt habe ich gesagt, Amerika gehört weder der demokratischen noch der republikanischen Partei. Es gehört den 300 Millionen Amerikanern. Tibet gehört also auch den Tibetern und nicht dem Dalai Lama. So therefore, the we Tibet also, you see, belongs to Tibetan people, not Dalai Lama. But doesn't Tibet? Aber glauben Sie nicht, dass Tibet ihre politische Kraft dringend braucht? Die Situation dort wird immer schwieriger. Allein in einem Jahr hat es dort über 30 Selbstverbrennungen gegeben. Und China bezichtigt Sie, all diese Proteste zu ermutigen. Wie würden Sie die aktuelle Lage Tibets beschreiben? Schon allein deshalb ist es besser, zurückzutreten. Das ist der Kampf, den das tibetische Volk um sein Land führt. Da geht es nicht um den Dalai Lama. Nicht alle Chinesen sind Hardliner. Laut einer Studie einer chinesischen Universität leben auch im kommunistischen China fast 300 Millionen Buddhisten. Viele Chinesen kommen immer wieder, um mich zu sehen und meiner Lehre zu folgen. Und viele von ihnen begegnen mir mit großer Begeisterung. Das chinesische Volk an sich ist auch ein wundervolles Volk. Ein sehr realitätsbezogenes, hart arbeitendes, mit einer hohen Kultur. Hardworking and with cultured people. But Der Kommunismus an sich hat ja zweifelsohne gute Seiten. Was das sozioökonomische Prinzip der marxistischen Theorie betrifft, so bin ich voll und ganz Marxist. Ja, ich liebe den Marxismus. Marx zeigt mit seiner Theorie, dass es ihm ein Anliegen ist, sich für eine gerechte Verteilung der Güter einzusetzen. Und deshalb steht im Zentrum seiner Theorie die Arbeiterklasse. Der Kapitalismus ist nur an Profit interessiert. Gerechte Verteilung aber ist ein moralisches Grundprinzip. Ich bin aber gegen den Leninismus. Er legt zu großen Wert auf absolute Kontrolle. Im Leninismus liegt zu viel Macht auf der Seite der Regierenden, und das führt zu Angst und Furcht. Und das wiederum führt zu Misstrauen. Too much emphasis, too much on power, control. That way creates more fear. Im Leninismus ist oft die Rede von Kameradschaft, aber in Wirklichkeit bespitzelt der eine den anderen. Wie etwa zur Zeit Stalins oder Mao Zedongs. Die frühen Kommunisten waren noch aufrichtige Kommunisten, die wirklich für die Rechte aller Chinesen gekämpft haben.
aber ihre autoritären Machtgelüste haben sie verdorben. Schauen Sie, wie viele chinesische Millionäre es heute gibt. Und daneben Millionen arme Chinesen. Wie kann man sich denn so als wahrer Kommunist bezeichnen? Die Dinge verändern sich also. Ich werde das chinesische Volk immer respektieren und ihm vertrauen, nicht aber den kommunistischen Hardlinern. Sie sind keine aufrichtigen Kommunisten. Da gibt es einen Teil im menschlichen Gehirn, der für die Entwicklung von Gemeinsinn und Vernunft zuständig ist. Diesen Hardlinern fehlt offensichtlich dieser Teil. Das ist das Problem. Those hardliners, that part of the brain is missing. So that's the problem. Well, in the Tibetan context, once more the question of im tibetischen Kontext stellt sich mir die Frage nach Ihrer Reinkarnation. Was denken Sie, wer könnte der nächste Dalai Lama sein? Reincarnation. What do you think? That as early as 69. Schon 1969 habe ich offiziell gesagt, ob es die Institution des Dalai Lama weitergeben soll, hängt allein vom tibetischen Volk ab. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Die Institution des Dalai Lama ist vor rund 600 Jahren entstanden. Nun, da sich die Zeiten verändert haben, werden wir sehen, was passiert. Und was meinen Sie, könnte der nächste oder einer der nächsten Dalai Lamas auch eine Frau sein? Vor einigen Jahren wurde ich in Paris für ein Frauenmagazin interviewt. Ich wurde ebenfalls gefragt, ob es in Zukunft vielleicht einen weiblichen Dalai Lama geben könnte. Ich habe geantwortet, natürlich, das kann schon sein. Eine weibliche Reinkarnation des Dalai Lama muss aber sehr attraktiv sein. Must be very, very attractive. Sie würde mehr Menschen ansprechen und hätte größeren Einfluss. Also eine, die so aussieht, fände ich nicht sehr beeindruckend. Aber es geht doch hoffentlich auch um innere Schönheit, oder? Ja, das ist was anderes. Ich sage ja immer, innere Schönheit ist viel wichtiger als die äußere Schönheit. Würde das tibetische Volk denn einen weiblichen Dalai Lama akzeptieren? Natürlich, unter bestimmten Umständen auf jeden Fall. Es gibt ja im tibetischen Buddhismus eine hohe weibliche Reinkarnationslinie, zum Beispiel Samding Dorje Pagmo. In dieser Linie gibt es nur weibliche Reinkarnationen. Diese Inkarnation gibt es schon seit mehr als 700 Jahren. Länger als die Institution des Dalai Lama. Die gibt es erst seit rund 600 Jahren. Es gibt also sehr bekannte weibliche Lehrer. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. So there are the great sort of well-known teacher as a female teacher. There. So it is not sort of unusual. Als Sie unlängst gefragt wurden, ob Ihr lebenslanger Einsatz für Tibet erfolgreich war, waren Sie sich nicht so sicher. Dabei wissen wir, Sie sind ein unbeirrbarer Optimist. Wo sehen Sie einen Hoffnungsschimmer für Tibet? Nur auf Tibet geschaut, scheint die Situation hoffnungslos. Aber schaut man auf Tibet von einer weiteren Perspektive, gibt es Hoffnung. Warum? Warum? Es gibt eine große Zahl an Chinesen, die solidarisch sind mit uns. Seit 2008 etwa sind fast 1000 Zeitungsartikel verfasst von Chinesen in chinesischer Sprache erschienen, die unser Bestreben nach echter Autonomie unterstützen. Gleichzeitig enthalten diese Artikel auch eine sehr kritische Sicht auf die Politik der chinesischen Regierung. Das ist also ein positives Zeichen. Unterstützung vom chinesischen Volk und von chinesischen Intellektuellen. This is the sign of support from Chinese people, Chinese public, Chinese intellectuals. Now problem is Das Problem ist die strenge Zensur der chinesischen Regierung.
Ich habe viele Chinesen kennengelernt, die nach Europa oder Amerika ausgewandert sind und erst hier über die wirkliche Situation Tibets erfahren haben. Ich erinnere mich da etwa an eine Begebenheit von vor 15 oder 20 Jahren. Ich war an einer amerikanischen Universität eingeladen, um dort einen Vortrag zu halten. In der Pause steuerte ein chinesischer Student sehr zielgerichtet auf mich zu. Er sagte zu mir, nun, da er über die wirkliche Situation Tibets Bescheid wüsste, machte es ihn sehr, sehr traurig und als ein Chinese wollte er mir sein Bedauern ausdrücken. So, as a Chinese, he wanted to express apology to me. Then another Noch ein anderer chinesischer Student kam zu mir. Er erzählte mir, dass er eigentlich gedacht hatte, ich wäre nur ein alter Mönch mit einer veralteten Denkweise. He had the impression that Dalai is old monk and old thinking. Aber nun, da er mir bei diesem Vortrag begegnet sei, würde er ganz anders von mir denken. Ich wäre gar nicht so alt und eigentlich würde ich ja über die Realität sprechen. Er hatte durch falsche Informationen ein ganz falsches Bild. Deshalb sage ich oft zu meinen Freunden, aber auch in der Öffentlichkeit, 1,3 Milliarden Chinesen haben ein Recht darauf, die Wahrheit zu kennen. I said, 1.3 billion Chinese people have every right to know the reality. Erst wenn sie einmal die Wahrheit erfahren haben, dann können sie selbst beurteilen, was Recht und Unrecht ist. They also have the ability to judge what is right, what is wrong. Therefore, censorship is Zensur ist unmoralisch und Fehlinformation ist eine Art von Selbstbetrug. Almost like self-fooling. Es gibt noch etwas Wichtiges. Das chinesische Justizsystem muss auf internationalen Standard gehoben werden. Dann wären im wahrsten Sinne des Wortes viele Chinesen befreit. Millions of Chinese truly liberated. But for all that, trotz allem, wir sehen Sie eigentlich immer von Ihrer heiteren, lächelnden Seite. Gibt es auch jemanden, der die andere Seite zu sehen bekommt, so sie denn vorhanden ist? Oh, sehr oft sogar. Ich kann schon explodieren. Meine Berater im Büro haben das schon erlebt. Also, dass einem auch einmal ein rauer Ton oder ein strenges Wort über die Lippen kommt, das kann jedem passieren, auch mir. And then one sort of story. Yeah. Many years ago. Da gab es zum Beispiel einmal eine Geschichte vor vielen Jahren in New York. Ich hatte ein Gespräch mit einer Journalistin der New York Times und sie stellte mir die Frage nach meinem Vermächtnis. Ich erklärte ihr, ich wäre ein praktizierender buddhistischer Mönch und daher würde sich für mich eine solche Frage nicht stellen. Dann wechselte sie das Thema, aber nur kurze Zeit später fragte sie mich erneut nach meinem Vermächtnis. Ich gab ihr dieselbe Antwort wie schon zuvor, und als sie trotzdem noch einmal versuchte, mir diese Frage zu stellen, da verlor ich die Geduld endgültig und sagte etwas nicht sehr Nettes zu ihr. Ein Jahr später traf ich in New York erneut auf diese Journalistin. Wir erinnerten uns beide an unsere letzte Begegnung und lachten gemeinsam darüber. Nun wissen wir, dass auch Sie gelegentlich zornig sein können, aber müde wirken Sie eigentlich nie. Sie bezeichnen sich selbst als Teilzeitpensionist. Woher nehmen Sie Ihre Energie? Good food, gutes Essen und ein guter Schlaf sind mein Treibstoff. Ich habe einen guten Appetit. Als buddhistischer Mönch isst man aber nur zweimal, zum Frühstück und zum Mittag. Nach dem Mittagessen gibt es für uns keine Mahlzeit mehr.
Außerdem schlafe ich jeden Tag 8 bis 9 Stunden und ich habe einen sehr guten Schlaf. Das sind also meine Kraftquellen. Last question, Holiness. Die letzte Frage. Ich habe schon oft gehört und gelesen, dass Sie beten. Zu wem beten Sie? Nun, natürlich bete ich zu Buddha und auch zu den Bodhisattvas. Ganz zentral ist aber für mich die sogenannte analytische Meditation. Dabei geht es darum, sich selbst zu analysieren, den eigenen Geist zu analysieren, eigene Beweggründe zu hinterfragen, Probleme zu analysieren. Die Meditation besteht also hauptsächlich aus Analyse und Erforschung. Vor allem analysieren wir hier auch das Leben an sich und versuchen es aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Dann relativiert sich vieles. Wenn man etwas immer nur von seiner negativen Seite betrachtet und immer wieder, dann wird einen das nur frustrieren und verängstigen. Aber wenn man versucht, die Dinge, selbst Tragisches, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dann findet man auch da gute Aspekte und die Angst und die negativen Gefühle verschwinden langsam. Denn alles ist relativ. Alles ist voneinander abhängig. So the reality, things are relative. No absolute independent, sorry, Sehen Sie zum Beispiel meine Finger hier. Man kann nicht sagen, ob ein Finger lang ist oder kurz. Man kann sie nur miteinander vergleichen. Und schon stehen sie in Relation zueinander. Und so ist es mit allen Dingen. Das ist also eine meiner zentralen Beschäftigungen, diese Art von Meditation. Everything interdependent. Gewöhnlich stehe ich so zwischen 3.15 Uhr und 3.30 Uhr auf. Ich frühstücke und meditiere dann im Anschluss circa 5 Stunden. Wie gesagt, hauptsächlich analysiere ich und überlege sehr viel. Das ist wirklich sehr hilfreich. Very helpful. Manchmal aber schlafe ich auch ein bisschen ein. Das stört zwar ein bisschen, aber halb so schlimm. Aber grundsätzlich ist sie sehr hilfreich. Thank you very much, Holiness. Thank you for your time. Als erstes, gleich wenn ich aufwache, bin ich in Gedanken bei Buddha und reflektiere seine Lehre über die unendliche Selbstlosigkeit und sein Verständnis von der Wirklichkeit. Das ist für mich immer sehr hilfreich. Very helpful. Thank you very much. Thank you.